Swadika, herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute machen wir mit euch die berühmte Domka-Suppe. Die meisten von euch kennen mit Sicherheit Domka-Gai, also mit Hühnchen. Und heute machen wir Domka-Heuschel mit Jakobsmuscheln. Das schmeckt mega aroi. Und es geht direkt los. Wir brauchen einmal Kokosnussmilch. Dann seht ihr hier Tamarindepaste. Tamarindepaste bekommt ihr auch bei den Asia-Shops. Und die Tamarindepaste hat einen wunderbaren, säuerlichen, süßlichen Geschmack. Absolut fruchtig. Wenn ihr den nicht bekommt, dann könnt ihr eventuell Palmzucker und Zitrone oder Limettensaft als Alternative nehmen. Dann seht ihr hier Beimagrot, Kefir-Limettenblätter. Da ist es wichtig, dass wir die Blätter zusammenfalten und die Stange in der Mitte entfernen. Denn dann können die Blätter nachher beim Kochen wunderbar ihr volles Aroma abgeben. Stinky, aber leckere Fischsoße. Wenn ihr Fischsoße nicht mögt, dann nehmt ihr einfach helle Sojasauce. Und da seht ihr Galanga, auf Thailändisch Ka. Die Suppe heißt ja Domka, also eine Galanga-Kokosnusssuppe, denn die Galanga spielt hier mit ihrem Aroma die Hauptrolle und macht den Charme von dieser Suppe aus. Und dann brauchen wir noch eine Stange Zitronengras, Dakrai. Ein bisschen Korianderblätter. Wenn ihr Koriander nicht mögt, dann lasst ihr das einfach weg. Und die Korianderwurzeln, die schmeißen wir nicht weg, gell? Die hebt ihr auf jeden Fall auf. Nicht unbedingt für dieses Gericht, aber das könnt ihr für andere Suppen oder Chilipaste noch aufheben. Chilis brauchen wir auch auf jeden Fall. Und dann geht es hier gleich los. Die Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox. Da könnt ihr nachgucken, gell? Und ich schneide hier die Zitronengras in kleine Kringelchen. Auf Thailändisch heißt es Phoi Phoi. Ich schneide das so lange, bis es dann so holzig wird. Das spürt ihr beim Schneiden. Und die Stange, die holzig ist, die schmeißen wir nicht weg. Die stampfen wir kurz. Und die kommt nachher auf jeden Fall mit in die Suppe rein. Und Zitronengraskringelchen machen wir nochmal richtig schön in kleine feine Stückchen, damit wir die nachher wunderbar problemlos mitkauen und mitessen können. Das gleiche machen wir auch hier mit unserer Galanga, ebenfalls in kleine Phoi-Phoi-Stücke geschnitten. Und ich sage euch, Zitronengras und Galanga, diese zwei Kräuter zusammen, sind absolut der Traum. Ich liebe die beiden in Kombination. Und einen Teil vom Galanga stampfen wir auch. Und da seht ihr, wir haben einmal grob gestampfte Galanga und klein geschnittene Galanga. Grob gestampfte Zitronengrasstange und klein geschnittene Zitronengrasstückchen. Und die Chili schneiden wir ebenfalls in so kleine, feine Kringelchen. Und die kommt nicht direkt mit in die Suppe rein, erst ganz am Ende wird sie über den Jakobsmuscheln gestreut. Und da seht ihr nochmal die Kefir-Limettenblätter. Ein Teil davon rollen wir wie in eine Art Papierrolle zusammen und schneiden sie dann in längliche, feine Stückchen. Die feinen Streifen werden auch über die Jakobsmuscheln gestreut und die großen Blätter kommen direkt mit in die Suppe rein. Da geben wir auch schon unser Kokosnussmilch in den Topf und kochen das Ganze ungefähr bei mittlerer Hitze. Also nicht zu stark, gell? Mittlere Hitze ist perfekt. Und dann geben wir auch hier direkt unser grob gestampften Galanga und unsere Zitronengrasstange hier mit in die Kokosnussmilch hinein, Deckel zu und ungefähr 5 Minuten kochen lassen, damit die Herbs, also die Kräuter, perfekt ihr Aroma entfalten können. Und danach geben wir unsere klein geschnittenen Zitronengrasstücke und Galanga-Stücke mit hinein. Kurz umrühren, allein der Duft macht so hungrig. Dann geben wir die Kefir-Limettenblätter mit dazu, wieder umrühren und schon geht es ans Würzen. Da geben wir Fischsoße mit hinein, Tamarindepaste mit dazu
Ich sage euch, sobald ihr diesen Duft in der Nase habt, fühlt ihr euch wie nach Thailand gebeamt. Und da seht ihr auch schon Heuschell, die Jakobsmuscheln. Der Charme bei dieser Domka-Jakobsmuschel ist, dass ihr die Jakobsmuschel im Vordergrund habt und die Domka-Sud ist quasi die Begleitung. Also die Jakobsmuscheln schwimmen nicht in der Soße. Und die Jakobsmuscheln brauchen nur 2 bis 3 Minuten, dann sind sie auch schon durchgekocht und können direkt serviert werden. Und da seht ihr gleich, was ich meine. Die Jakobsmuscheln sind die Hauptdarsteller und die Domka-Sud an sich ist quasi die Begleitung. Und dann streuen wir Chilis und Kefir-Limettenblätter als Entourage oben drüber, gerne noch Korianderblätter mit dazu. Und bei jedem Biss, den ihr in eurem Mund nehmt, habt ihr diesen zarten Jakobsmuscheln.